Leute, ich kann das erklären, wirklich. Das ist sehr früh, Mann. Sehr. Aber da unten ist ein Hai. Bumm. 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 Darf ich den behalten? Eher nicht. Böse Hai. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer, ja, neuen Folge, ersten Folge der neuen Staffel Let's Build Hogwarts. Ich darf mich nicht zuerst grüßen, ne? Der Esel nennt sich immer zuerst. Hallöchen, liebes Ravenclaw-Team da oben. Schön, dass ihr alle da seid. Und hallo, du lieber kleiner Hai. Wer bist du denn? Hi. Oh, Carmen, du bist das. Ach, hey, Jemine. Oh Gott, jetzt kommen die besten Wortwitze hier am Start. Und Hallöchen nochmal ins Serverteam. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle, dass hast ihr LB hat. Hat Serverteam gesagt? Hat er. Hab ich Serverteam gesagt? Ja. Ja, gut, ihr seid ab sofort befördert, Leute. Das Ravenclaw-Team, schwer, also man muss auch sagen, Ravenclaw ist ja dafür bekannt, sehr intelligent zu sein und das Server-Team ist auch intelligent, deswegen finde ich diese Verwechslung jetzt auch gar nicht so schlimm, oder? Nee, ich danke für das Kompliment. Ravies im Server-Team. Genau. Ja, ich schleim mich erstmal ein bisschen ein, weil ich glaube, ich werde sehr viel Hate abbekommen dafür, dass das Ravenclaw-Logo in LBH 1600 mit einem Raben zu sehen war. Da hat nämlich Carmen mir heute schon ein bisschen Druck gemacht und ja, zu Recht wohlgemerkt. Aber Ravenclaws, ich habe euch wirklich gern, ja, auch euch da oben, tatsächlich wirklich auch euch da oben. Und was haben wir heute in der Folge vor? Mag das jemand von euch erklären? Stille. Ja. Bedrückte Stille. Marlina. Also, oder... Marlina, du? Wir wollen. Also, wir korrigieren deine Fehler in unserem Gemeinschaftsraum. Ja, weil wenn ihr LBH... Kann man's nicht sagen. Ja, ist halt wirklich so. Wer LBH 1600 gesehen hat, dürfte wissen, dass es hier ein Spiel gab, wo wir die Fehler in diesem Raum finden und korrigieren mussten, beziehungsweise anmerken mussten. Und mein Problem war, dass ich eigentlich fast nur meine eigenen Fehler markiert habe, die nicht wirklich vom Serverteam gesetzt wurden. Und ja, deswegen nutzen wir die erste Folge der neuen Staffel mal dafür, ein bisschen was auszubessern. Aber weil das ja nicht ganz so lange dauern dürfte, haben wir uns noch vorgenommen, hier die oberste Ebene ein bisschen weiter auszustatten mit Deko. Weil, ne, man sieht, es ist noch ein bisschen leer. Wir haben auch schon so ein bisschen unser Inventar vorbereitet. Und ja, von daher würde ich sagen, Leute, legen wir mal los. Nebenbei würde ich gerne auch mit euch über LBH 1600 quatschen. Also wie ihr das fandet, einmal aus der Teilnehmersicht, wo ich ja auch mitreden kann. Und Carmen ist auch noch dabei, um das Ganze aus der Organisatorensicht so ein bisschen, ja, zu erklären und eine Meinung abzugeben. Deswegen, ich freue mich schon sehr auf die Folge. Als erstes gefragt, wie fandet ihr das Event? Kann ich ja mal mega so. Mega cool. Ja? Ja, war sehr cool. War sehr cool, ja. Was sollen sie auch anderes sagen, wenn ich jetzt dabei bin? Das muss man auch sagen. Genau, ja. Gibt's eigentlich schon ein Go? Go, Leute. Ihr könnt gerne schon anfangen. Ich hoffe, ich finde auch alle Fehler jetzt wieder, die ich da zuletzt... Also ein paar habe ich noch auswendig im Kopf. Zum Beispiel hier dieser Rundbogen, wo ich dachte, dass der... Ist das richtig, wenn das mit einer Treppe gesetzt wurde, ohne Half-Slap? Oder musste das mit einem Half-Slap gesetzt werden? Das kannst du dir tatsächlich jetzt noch aussuchen, weil... Ah. Das ist mehrfach falsch und mehrfach richtig. Was findet ihr denn persönlich schöner? Ne, Moment mal, ich muss mal gerade zu meiner eigenen Verteidigung sagen. Habe ich nicht in der Folge damals erzählt, dass ich das absichtlich gemacht habe, weil ich mir selber nicht sicher war, was ich schöner finde? Ja, wahrscheinlich. So entstehen die meisten Fehler bei dir. Oh, ich bin so ein Debbel. Okay. Ja, ich habe mich halt immer noch nicht entschieden. Macht super viel Sinn, diese Taktik. Leute, was findet ihr denn schöner? Also ich finde es tatsächlich schöner ohne. Ich weiß nicht, was die anderen sagen. Ist ja gut, dass es euer Gemeinschaftsraum ist, dann könnt ihr das direkt besser beurteilen. Also ich glaube, mir würde das auch ohne besser gefallen. Aber ich lasse euch da entscheiden, also ihr habt das größere, ihr habt das Vetorecht. Also mir ist es eigentlich egal. Okay, kannst du die Alternativen mal aufzeigen, dass man die so direkt nebeneinander vergleichen kann? Ja, hier. Hier, direkt. Also einmal das da oder einmal das da? Ah, okay. Also ich finde die Version schöner. Also ohne, dann ohne Half-Slaps. Ja, ich glaube auch ohne. Okay. Ja, dann ist die Mehrheit auf jeden Fall... Okay, dann machen wir das so, dann machen wir das ohne. Dann haben wir das schon mal geklärt. Dann werde ich das mal eben auskorrigieren.
Also ich muss auch aus meiner Perspektive sagen, mir hat LBH 1600 extrem gefallen. Ich bin auch echt froh, dass ich als Teilnehmer dabei war. Bei den letzten Malen, ich glaube, einmal war ich auch als Mitspieler dabei beim Labyrinth. Aber ansonsten war ich ja auch immer nur so, Beobachter quasi. Aber irgendwie hatte dieses Minigame-Spielprinzip, hatte richtig Charme und ich habe es richtig genossen und war immer mega aufgeregt, welche Aufgaben als nächstes kommen. Ich glaube, da könnt ihr auch ein Lied von singen, oder? Ja. Ja. Ich nicht. Natürlich nicht. Aber Carmen, mich würde mal interessieren, wie seid ihr auf die ganzen Ideen überhaupt gekommen? Also klar, ihr habt euch wahrscheinlich so zusammengesetzt und mal so überlegt, aber gab es Leute, die da, oder bestimmte Personen, die auf die bestimmten Ideen kamen, oder wie war das? Also eigentlich haben wir so ein Brainstorming gemacht und eine Liste gemacht, mit was wir machen könnten. Und dann haben wir alle gewotet, welche Spiele wir am besten finden und... Ja. Und dann haben wir die umgesetzt, die wir gut fanden. Wir hatten noch zwei Spiele, hatten wir noch zusätzlich, falls es ein Stechen gibt. Ach so, dann hätte es noch zusätzlich ein Spiel gegeben. Dann die Frage, wäre das Spiel dann PvP gewesen? Ja. Ah. Oh, Glück gehabt. Echt Glück gehabt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so als diese Spiele kamen, wo immer nur zwei Teammitglieder angetreten sind, dachte ich, das andere wird ein hundertprozentigen PvP-Spiel sein. Und deswegen habe ich dann gewartet und habe mich dann für das nächste Spiel einteilen lassen, weil ich lieber PvP machen wollte. Da habe ich sehr gewundert, dass es nicht... halt tatsächlich, dass PvP noch nicht an der Reihe ist wieder, weil das hatten wir 1200. Ja, stimmt. Und ein Labyrinth hatten wir halt 1300. 1400 war was mit Bauen und dann wollten wir halt das so machen, dass das jetzt nicht unbedingt da sich irgendwas doppelt und so. Also, ja, finde ich aber auch ehrlich gesagt ganz cool. Also klar, ich mag PvP, finde ich immer mega spannend. Auch gerade im Schnitt fände ich immer so, oder finde ich generell so PvP-Aktionen immer mega cool, weil man da so richtig auf Epic alles trimmen kann. Aber mal die Frage, welches Spiel hat euch am besten gefallen? Ich glaube, also, Spiel 1, also das mit dem Schinken. Ich glaube, das zweite. Schinkenlauf oder so, also das mit dem Schwein. Ja, Schinkenlauf hieß das, glaube ich. Das erste. Und das zweite war es mit dem Nachbauen, das fand ich cool, weil das war echte Teamarbeit. Ja, das fand ich auch echt cool. Also generell so der Aspekt mit dem, dass das Team da so mitmachen konnte und alles. Flo guckt mich gerade ganz komisch an. Flo? Wo? Ist Flo gerade hier? Ja, Flo war gerade am Bob-Hobbel. Ach so. Holz holen, aber da gab es kein Fichtenholz mehr, deswegen bin ich jetzt bei Hagrid. Oh, ja, da müssen wir auf jeden Fall Fichtenholz noch haben. Zur Not kannst du ja den verbotenen Wald abbauen. Halb so wild. Wie ist das mit dem blauen Ton? Weil an manchen Seiten ist es neben den Bücherregalen gesetzt und an der anderen Seite ist es halt nicht neben den Bücherregalen gesetzt. Wie ist es besser? Wie sollten wir es machen? Moment, wo bist du gerade? Hier unten. In der untersten Etage, ne? Steht gerade einer von euch auf dem Boden? Genau. Ich stehe gerade auf dem Boden. Ja, ich auch. Ja. Ach, da. Danke. Hier ist zum Beispiel, also hier ist es nicht und wo war es denn? Genau, da hinten ist es zum Beispiel. Ach, die blaue Umrandung meinst du? Genau, ja. Und hier ist es auch, genau. Ich würde die auch überall, also von meiner Seite aus würde ich sagen, durchziehen. Ich finde diese ganzen blauen Akzente hier ganz schön. Aber wie gesagt, ihr habt heute das größere Recht. Wenn ihr sagt, ihr möchtet das anders haben, dann wird das so gemacht. Ja, also im Prinzip finde ich das auch ganz schön. Okay. Ich finde das eigentlich wirklich voll cool, dass die erste Folge in dieser neuen Staffel eben darauf basiert, dass wirklich mir 5 Ravenclaws sagen können, wie sie es am liebsten hätten. Weil ich jedes Mal in den Kommentaren lese, yo Daniel, jetzt lass doch mal hier die Ravenclaws mitentscheiden, die sind schließlich die, die am Ende da schlafen und leben müssen und oh Gott, ich habe nur Expecto Patronum in meinem Zauberstab drin. Hilfe! Also ich finde, man kann halt auch sagen, bei dem Special hatten wir halt Heimvorteil, ne? Ja. Ja. Inwiefern? Naja, ich meine, die eine Aufgabe war zum Beispiel jetzt hier unter dem Gemeinschaftsraum. Das war... Ah, ein Reh! Ah, scheiße, sorry, tut mir leid! Ah! Das war dumm. Wusstet ihr, dass Hirsche nicht fliegen können? Hirsche können nicht fliegen, nein. Keine Flügel. Ich hab... Und die das mit dem Weihnachtsmann, das sind Rentiere. Sehen so ähnlich aus, aber... können... Ich hatte nur das italienische Wort da stehen und die verlangen ernsthaft von mir, dass ich weiß, dass das auf Deutsch dann Hirsch heißt.
Das ist ja alles hier echt kompliziert. Okay. Ja, ja. Ich da warte hängt jetzt mal kurz, wenn die Liv wieder da ist, dass ich die dann hochziehe. Zeitumkehrer, ahoi. Leute, falls ihr euch wundert, ne, der Hirsch, der da bei den Gewächshäusern im Baum hockt, das ist meiner. Der chillt da jetzt. Ne, so. Mhm. Okay. Okay. Dass ihr da Bescheid wisst. Genau. So, dann wechsel ich mal eben das Tier. Raven heißt aber schon Rabe, ne? Ja. Okay, cool. Ja. Dann ich weiß ich. Okay, nee, Raven heißt Adler. Stimmt, ja. Oh, ich finde das hier auch so cool. Fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Bisschen Schleichwerbung an der Stelle. Leute, geht ins Kino. So. Was wollte ich mir eigentlich gerade nochmal bei Warp Cobble holen? Hat jemand meine Gedanken zufällig gelesen? Nein, ich fühle keine Gedanken. Ah, Falltüren wollte ich holen. Ja, genau. Danke, Leute. Hat irgendwer von euch eine Behutsamkeitsaxt? Boah. Nein. Uff. Nee. Behutsam. Ich habe eine Behutsamkeitsschere, glaube ich. Jetzt solltest du aber, glaube ich, nicht zum Abbauen von Regalen verwenden. Nicht? Achso, ja, nee. Also, außer man... Nee, okay. Okay. So, ich nehme mal das billigste Holz dafür, was es gibt. Ich muss ja nochmal eben die Frage von eben beantworten. Also mein Lieblingsspiel war auf jeden Fall Schinkenlauf, würde ich sagen. Wobei, nee, das Runterspringspiel, aber vor allem deswegen, weil ich da Erster geworden bin. Das war auch gut. Ja, das ist gut. Das war auch, ja. Aber wir waren als Teamerster. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass meine Teamkollegin, die da noch mit mir dabei war, dass das noch klappt, aber da gab es leider ein paar, ja, Komplikationen, sie ist ein paar Mal runtergefallen. Ich weiß auch nicht, was war denn die beste Taktik für dieses Spiel? Also ich bin immer so am Rand geblieben, bin auch häufig gar nicht gesprungen, sondern einfach nur quasi auf den nächsten Block gegangen, wenn man versteht, was ich meine. Ja, das ist, glaube ich, auch tatsächlich die beste Taktik. Also sich nicht stressen lassen und möglichst schnell immer direkt einen Anlaufpunkt finden für den nächsten. Am besten fliegen auch, dass du nicht vom Block fällst. So. Ah, ja. Ja, nee, das habe ich nicht gemacht tatsächlich. Auch nicht. Aber lebensmüde. Ja, aber ey, ich war schon ein bisschen verblüfft, aber das Spiel hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Wo ich, glaube ich, am meisten verkackt hätte, das wäre dieses Jump'n'Run gewesen. Da hätte ich, glaube ich, am schlechtesten abgeschnitten. Was? Das ist so verkackt. Hirsche können immer noch nicht fliegen. Oder was ist los? Ich habe auch keinen Hirsch. Jetzt will ich wissen, was du gemacht hast. Ich bin gestorben. Ach so, ja, nee, das wäre mir... Aber wie? Wären wir gar nicht drauf gekommen, Marlene. Also ich habe die Blöcke hinten abgebaut, damit da der Ton wieder reinkommt. Oder reinkommen kann, aber darunter war nichts. Und bei den anderen ist halt immer irgendwas drunter gewesen. Und dann bin ich halt absolut in die Tiefe gestürzt. Ja, gut. Kannst du mich zurückholen? Ich? Ja. Aber ich kann nur Bau... Warte. Bau, TP, so. Oh, ich zieh mal Lift wieder hoch. Hä? Falscher Argument? Achso, nur TP. Oh, ich hab dich gerade gesehen, hi. Oh, jetzt habe ich mich zu dir tippet. Ich kann das Spiel so sehr. Ich bin da mal wieder. La la la. Leute, ich habe 3 Wochen LBH nicht aufgenommen. Ihr müsst Verständnis haben. Haben wir. Okay. Und mein Internet ist gerade abgeschmiert. Okay. Probier's mal mit. Achso, danke. Ja, ich habe. Also jetzt geht's wieder. Wie Leute, ich meine Sachen wieder. Weiß ich, je nachdem, wo du gestorben bist. Also ganz tief unten und ich habe nicht vor, da nochmal runter zu springen. Ich bin total mies im MLG. Also wertvolle Sachen? Das ganze Zeug, was ich für die Folge brauchte. Also sag mal, nicht. Wart, was du dir mit den Dias? Meine ja, Dias. Irgendwie entweder die Treppe hier runter. Ich meine, an welcher Stelle hast du denn abgebaut? Was sind die hier? Ich meine, hier war das hier. Und hier dann direkt runter. Liebe Ravenclaws, mögt ihr gerade mal hier meine Idee absegnen oder verteufeln, ob das hier mit so Blumenkübeln in der Konstellation zu viel, zu wenig oder ist das in Ordnung? Ich würde sagen, es ist vielleicht schon zu viel, aber ich finde die Idee mit dem Raum, dass der Raum dadurch ein bisschen mehr Struktur kriegt.
Gut. Ich würde vielleicht zwei dann wegmachen, zu viel. Weil dann die Statue noch umkommt, oder nicht? Statue, ja stimmt! Stimmt. Die du nicht bauen willst? Ah, ja, die Statue ist der... Ja, da kommt... Also da soll wohl ein NPC hinkommen. Zumindest haben das die Zuschauer mal abgestimmt und gesagt, dass sie das lieber so hätten. Und ich glaube, Carmen, warst du das, die einen Skin dafür gemacht? Nee, Anni hatte Anni, stimmt. Gemacht, aber ich hatte ihr noch gesagt, dass sie was verändern muss, weil in der 1.7.10 der so nicht angezeigt werden kann. Ah, okay. Ja, aber das... Ich würde vielleicht tatsächlich die beiden Kübel hier an der Treppe auch wegmachen, weil ich sind hier irgendwie... Okay, also nur die gegenüberliegenden? Ja. Das ist zu wenig. Krieg ich noch mein Zeug wieder, bevor das weg ist? Dann müsste ich jetzt... Ich würde selber sterben. Wo warst du runter? Sonst hol dir einfach alles neu bei Warp Cobble, also... Nee, da war auch so mein Rucksack für Schuften und so weiter. Ah, okay. Wo stehst du denn? Wo bist du runtergefallen? Meine ich hier. Ich such's gerade. Ich habe ja die Todespunkte an. Da meine ich. Oh, das ist. Oh Gott, das ist da drüber. Ich komme da gar nicht hin. Kann ich dir die Cordis durchgeben? Mensch. Soll ich nur blaue Blumen eigentlich da rein? Ich bin gerade echt hin und her gerissen. Gott, ich hab's. Ich tippe dich kurz hierher. Okay, danke. Machen wir es mal eben wie folgt. Warp Cobble. So, dann hole ich mir mal eben hier ein paar Blumen. Also die blauen Orchideen, denke ich mal. Ich würde auch nur die Vanillablumen da reinsetzen. Weil die anderen finde ich immer so ein bisschen pixelig. So. Haben wir hier irgendwo noch blaue... Wir haben gar keine blauen Vanillablumen mehr. Kann das sein? Ich habe noch ganz viele, aber die sind von mir. Die okay, Moment. Waren das Porzellansternchen? Nee, das waren... Orchideen. Orchideen. Wo haben wir denn keine Orchideen mehr hier? Ist ja weird. Zur Not wahrscheinlich noch bei Hagrid irgendwo. Nö, tatsächlich. Ich nehme mal ein paar Porzellansternchen mit, vielleicht so als Pfingstrosen, passen die? Nee, ne? Sind zu groß? Nee, okay. Okay, dann würde ich sagen, mache ich mal eine kleine Abenteuerreise. Weil ich meine, so ein paar Blümchen, die wird man ja mal eben finden, oder? Hoffe ich zumindest. Versuch die im Sumpfbiom zu finden. Ja, Sumpf sind die, glaube ich, sehr oft. Ja. Ah ja, das ist ja, glaube ich, da sogar, wo der verbotene Wald ist. Das war doch mal ein Sumpfbiom, oder? Ich meine, das war eins. Ja, tatsächlich in manchen Ecken schon. Okay, dann halte ich mal die Augen offen. Wird ja machbar sein. Ja, also ich muss auch sagen, nochmal, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, also bezüglich LBH 1600. Es war, also ich habe ja schon so ein bisschen auf Twitter rumgejammert. Also wer mir auf Twitter folgt, dürfte wissen, dass ich da ein bisschen rumgejammert habe, weil das teilweise ein bisschen schwieriger zu schneiden war. Ich bin jetzt schon relativ fertig jetzt zum Zeitpunkt, wo ich aufnehme mit der Folge und denke aber trotzdem, dass es an sich ganz gut gelungen ist. Ja. Ja, das auch. Der Carmen, da muss ich an dieser Stelle auch nochmal Props rausgeben. Also Carmen hat die ganzen Animationen für die Folge gemacht und das sieht wirklich echt cool aus. Und das wertet die Folge wirklich nochmal sehr, sehr doll auf. Es war so ein bisschen wie... Am Intro mitgearbeitet. Ja, genau, das stimmt, ja. War ein bisschen wie? Was? Du wolltest gerade sagen, das war ein bisschen wie... Nee, ich habe gesagt, ich bin total gespannt. Nein, das Daniel hat angefangen. Ach so. Das war ein bisschen wie, und dann habe ich ihn... Jetzt weiß ich, das war ein bisschen wie, jetzt habe ich, nee, ich habe meinen Satz vergessen, Entschuldigung. Keine Ahnung. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Also nicht bezogen auf die Animation, sondern generell das ganze Event war ja so ein bisschen wie Schlag den Raab damals, so diese Minispiele. Ich glaube, das darauf basierte auch die Grundidee, oder? Ja, tatsächlich, oder? Squid Game hast du auch gesagt, glaube ich. Weiß nicht, ob das... Ja, Squid Game, die brutale Variante davon, nur dass wir dann nicht, oh Gott. Ja. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, aber das hattest du am Anfang als Idee irgendwie. Und also wir waren uns aber alle irgendwo einig, dass wir so ein Mix machen. Ja. Oh. Aber schön, dass es nicht brutal war. Also ja, das fand ich auch gut. Brutal. Ja, deswegen... Für manche war es brutal. Aber also nächstes Special werden wir definitiv in der Arena bzw. am Spawn das Schlagen
blockieren. Oh ja, das war wild teilweise, ja. Wir standen da in der Ecke. Wir können dazu nichts sagen. Genau, wir standen in der Ecke, ja. in so einem Kreis. Unser Sandkreis. Waren friedlich, standen da und alle anderen haben sich verkloppt. Ja, ich muss für die Zuschauer nochmal sagen, es ist in LBH 1600 nur kurz angedeutet worden. Es gab teilweise so ein bisschen Schlägereien in der Arena selber, wo die Teams dann so ein bisschen aufeinander losgegangen sind. Natürlich rein freundschaftlich, aber ja. Aber was ich auch ganz besonders toll am Special fand, das ich auch nochmal jetzt erwähnen möchte, dass ihr die aktuellsten Baukulissen halt auch für diese Aufgaben genutzt habt. Dass das so miteinander Hand in Hand ging, das fand ich insgesamt sogar am coolsten, glaube ich. Ja, danke für den Heimvorteil. Ja, das ja. Dass halt viele Barabschnitte dran kamen, die sozusagen mit Ravenclaw zu tun hatten. Das meinte ich vorhin mit Heimvorteil. Wobei, insgesamt hatte ich dann ja auch ein bisschen Heimvorteil, wenn man bedenkt, dass ich halt eigentlich den Ravenclaw. Also ich hatte mir wirklich am Anfang große Chancen ausgerechnet. Zeitumkehrer, ahoi. Zeitumkehrer. Danke. Ich habe mir am Anfang große Chancen ausgerechnet, weil ich mir dachte so, yo, du hast den Raum gebaut, da wird ja wohl möglich sein, da die Fehler zu finden. Aber ich glaube, im Nachhinein hat sich das eher als Nachteil herausgestellt, weil ich halt dann die ganze Zeit auf meine eigenen Fehler angesprungen bin. Also in dem Spiel, in dem Fehlersuchenspiel, war tatsächlich Gryffindor richtig heftig. Also wir haben da 9 Fehler gefunden. Aber ihr wart, glaube ich, die Einzigen, die den Fehler mit den Bannern gefunden haben, ne? Nee, wir hatten den nicht. Ich glaube, 2 Teams hatten das mit den Bannern, oder? Also. Ja. Ach nee, ihr, Daniel, ihr habt es. Wir waren das nicht. Und es hat aber, glaube ich, noch ein Team das gefunden. Nee, nicht. Erst später. Ah, okay. Nicht in der Team selber, aber die hatten ja alle noch Zeit, da rumzulaufen, weil wir die da gelassen haben in den Erklärungen. Hallo Leute, hallo Evo. Hallöchen Leo. Oh, da ist Flo. Hallo Flo! Flo, lass dich begrüßen! Flo! Flo? Au! Der haut mich einfach! Lässt sich nicht mal begrüßen! Jetzt haut er einfach ab! Hallo! Gemein. Gemeiner Kerl. Echt, ey. Ich greife den gleich mit meinem Rabenanimagus an. Puh. Der ist nicht aber mit dem Hirsch? Ganz lieb. Nee, der Hirsch kann nicht fliegen. Ich werde nur Tiere nehmen, die fliegen. Jetzt kriegen sie mich alle richtig. Jetzt fliegt Flo einfach vor mir weg Richtung Warp Cobble. Vielleicht will er mir da Hallo sagen. Bestimmt, oder? Hey Flo, willst du mir hier Hallo sagen? Ey, jetzt läuft er wieder weg. Was ist denn mit dem? Flo, komm zurück. Oh. Hi Flo. Alles gut? Okay. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich hier machen wollte. Mein kurzer Gedächtnis, es kickt so sehr. Ach so, ja genau. Spinnenweben wollte ich suchen. Spinnenweben. Ups. Carmen? Ja. Weißt du, wo die Spinnenweben sind? Ich würde einfach bei den weißen Dinger abbauen. Ah, das ist auch eine gute Idee. Aber ich hatte noch welche tatsächlich. Aber fürs nächste Mal ist es gut. Das werde ich mir merken. Also zumindest für die nächsten 10 Minuten. Aber dann habe ich es. Werde es mir vielleicht auch länger merken. Haben wir noch blauen Ton? Blauen Ton? Also ich finde auch das Glas nicht, was wir brauchen. Ich auch nicht. Ich habe gerade extra, wenn ich jetzt schon hier. Also hier ist noch gebrannter Ton. Ist noch in den. Beim Dingens hier, Bob Hogwarts Space, mein Gott, in den Öfen. Okay. Aber ich habe da jetzt auch mal Glas reingetan, dass ich. Leute, wie viel glaubt ihr, ich schaffe das, mit einem Versuch diese komischen, geschisselten Wolleblöcke hinzukriegen? Okay, ich hab's schon nicht geschafft. Nein. Ja, shit. wie macht. Carmen! Wie macht man. Ich glaube, einmal fährt. Nee, einmal Wolle und dann fertig. Aber vorher blau. Ja, habe ich. Warte. Und dann einmal einen Faden in der Mitte und die Wolle drücken. Ah. Ich glaube, warte. Ja, danke schön. Immer gern. So, jetzt habe ich 64 davon. Kommen? Ich habe mal was erscheinen, aber sonst? Ja, scheiße. was? Ja, erscheinen. Ich habe da was ausprobiert, aber ich weiß nicht, ob das so gehen würde. Ja. Ich komm mal eben, erscheinen. Ja, genau. Was sie gesagt. Ja. Wo bist du denn? ganz oben. In der einen Ecke. Ich erscheine ganz oben. In wenigen Sekunden. Ich bin fast da. Ich bin da. Wo bist du? Also, wo hier. Genau?
Ah, da. Ja. Oh, das sieht cool aus mit den Büchern. Voll die coole Idee. Ui, ey, das sieht, fancy aus. Ja, so kann man so machen. Auch, aber ich würde vielleicht probieren, diese beiden, also die beiden Randsteine hier wegzunehmen einmal und gucken, ob wir es dann an die äußeren Steine dran tun können und ob das besser aussieht. Wenn das ja. So ein bisschen weiter innen ist, ja. Könnte auch hübsch sein. Also wenn, dann müssen wir das aber in der nächsten Folge machen, weil die Folge ist jetzt hier fast vorbei, oder sie ist quasi vorbei. Aber wenn ihr wollt, können wir natürlich auch noch eine Folge aufnehmen. Wenn ihr das ausprobieren möchtet. Gerne. Ja? Okay. Ja, dann Leute, würde ich sagen, werden wir nächste... Übrigens, habt ihr mal meinen coolen, blutverschmierten Ron auf meinem Rücken gesehen? Der ist toll, ne? Ja, der hat schöne Blume. Nein, das, Blume. Nein, eine Blume ist, sieht nicht so aus. Guck mal, die ist doch langgezogen. Das kann doch kein... Leute, Kunstbanausen. Leute, ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Und ja, wir werden jetzt hier am Ravenclaw-Gemeinschaftsraum mit den Ravenclaws auch noch in der nächsten Folge ein paar kleinere Details ausbessern und verfeinern. Und ja, die neue Staffel beginnt jetzt, dadurch auch neue Bauaufgaben. Wenn ihr Ideen habt, welche Bauaufgaben euch jetzt speziell in den Sinn kommen, die wir auf jeden Fall in der neuen Staffel umsetzen müssen, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare und dann lese ich die und dann machen wir das. Und ja, ihr könnt übrigens auch einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo? Habe ich was vergessen, Leute? Okay, anscheinend, oder? Kommentar, Daumen nach oben, Abo, alles gesagt. Okay. Glocke aktivieren. Ja, und Glocke aktivieren, genau. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Und Twitter folgen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge am Mittwoch um 14 Uhr. Macht es gut und bis dann. Tschüss. Au. Tschüss.